Willkommen zu einem neuen Video. In dem Video schauen wir uns diese Kraft hier an und diese zerlegen wir in X- und Y-Komponente und schauen uns noch drei Beispiele aus der Physik an. Viel Spaß! Jetzt wirkt also eine Kraft von hier unten auf die Melone und diese Kraft zeichne ich mal hier hin. Und dann brauchen wir ganz oft in der Physik, dass wir die Kräfte dann zerlegen. Beispiele schauen wir uns dazu gleich an. Erstmal machen wir das Grundprinzip. Also wir können Kräfte zerlegen, weil Kräfte sind nämlich, wiederholen wir nochmal ganz kurz, Kraft ist ein Vektor. Das heißt, hat eine Richtung, deswegen macht man hier Richtungspfeil, und einen Betrag. Häufig, wenn nur die Länge berücksichtigt wird, so wie hier in diesen Formeln, da steht ja gar kein Vektorsymbol mehr drüber, sondern nur noch F, dann ist meistens gemeint der Betrag. Ja, dann schreibt man das so hin, okay, der Betrag, das ist dann meistens F. Und damit ist gemeint die Länge, ja, also zum Beispiel 10 Newton, also wirklich die Stärke dieser Kraft, nicht die Richtung, ne? Die ist dann nicht berücksichtigt. So, wie können wir die jetzt zerlegen? Ganz easy, erinnerst du dich an den Mathematikunterricht? Und da hattest du X- und Y-Koordinatensystem. Wahnsinn, oder? Und das wenden wir jetzt hier an. Da bringen wir das einfach mal hier rein in ein Koordinatensystem. Dann geht das nämlich viel leichter. Und hier unten, weißt du noch, das ist X. Und nach oben, so, das ist Y. So haben wir erstmal ersten Part gemacht. Jetzt wird die Kraft zerlegt und zwar idealerweise in X- und Y-Komponente. Das ist physikalisch dann auch sehr, sehr sinnvoll. Und da machen wir mal, ich drehe mich mal kurz hier, da kannst du dir hier so Hilfslinien hinzeichnen. So, eine gestrichelte Linie. Und dann haben wir hier, das ist nämlich das Besondere und Wichtige, einen rechten Winkel. Wir zerlegen die Kraft jetzt in erstmal die X-Komponente, das ist diese hier unten. Das können wir nämlich ganz easy machen. Das ist dann unser F von X Vektor. Und dann haben wir hier nach oben, das ist dann unsere Y-Komponente, FY. So, und in der Vektorschreibweise können wir jetzt einfach sagen, dass der Vektor F ist gleich Vektor FX plus FY. Easy peasy. So können wir das schon mal auseinanderschreiben. Diesen hier nennen wir nochmal Alpha, das brauchen wir gleich. Und wir haben ein rechtwinkliges Dreieck, das ist schon mal perfekt. Und jetzt wollen wir aber diese Seiten hier haben und zwar ausdrücken nur über die Kraft F. Weil meistens hat man nur diese eine Kraft gegeben, F, und den Betrag auch davon und diesen Winkel. Wir wollen jetzt aber nur die Komponenten Fx und Fy haben. Jetzt erinnerst du dich auch nochmal zurück, Mathematikunterricht, und das ist rechtwinkliges Dreieck. Und da fällt dir der super Merkspruch ein, Gaga Hühnerhof AG, den du hoffentlich kennst. Wenn nicht, ist jetzt nochmal Wiederholung oder Refresh, ganz neu für dich, Gaga Hühnerhof AG. Und da haben wir hier Sinus, Cosinus, Tangens, Kotangens. Und da schauen wir einfach mal. Wenn wir Sinus Alpha nehmen, Sinus Alpha, und für dieses Dreieck hier anwenden, Sinus Alpha ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Wir haben Alpha. Gegenkathete ist Fy. Ich mache jetzt auch nur noch mit den Beträgen. So wie hier, ne? Also nur die Länge zählt jetzt. Kannst du dir dann vorstellen, wie so ein rechtwinkliges Dreieck mit Seitenlängen, wie du es aus dem Mathematikunterricht noch kennst eventuell. Fy, und wir haben die Hypotenuse, das ist F. So, und jetzt stellen wir das Ganze um und dann bekommen wir nämlich Fy. Dieser Anteil hier ist, ich rechne einfach mal F, also kann ich auch schreiben F mal Sinus Alpha. Also haben wir schon die erste wichtige Komponente gefunden, Fy. Dasselbe machen wir jetzt Fx, beziehungsweise wir wenden mal Cosinus an. Cosinus Alpha ist gleich, da haben wir Ankathete. Ankathete ist zwischen Winkel und rechten Winkel, also haben wir Fx geteilt durch Hypotenuse, also durch F. Und dann bekommen wir für Fx, schreibe ich mal hier hin, Fx ist gleich F mal Cosinus Alpha. Yeah! Dann haben wir schon die Komponenten. Das heißt, wir können diesen Vektor zerlegen in Fx-Komponente und Fy-Komponente. Und die Komponenten kannst du hier mit diesen Formeln berechnen. Das war schon mal der erste wichtige Part. Dann gibt es noch einen wichtigen Zusammenhang in einem rechtwinkligen Dreieck. Das wird nämlich auch gerne mal
nachgefragt oder verwendet, gerade in Physikaufgaben. Und das ist rechtwinkliges Dreieck. Und wir haben zum Beispiel einen Winkel gegeben und nur eine Seite und wollen die anderen Seiten berechnen. Da gibt es nämlich noch eine Möglichkeit, wie wir das machen können. Und das ist über den Satz des Pythagoras. Und da können wir einfach f² ist gleich fx² plus fy². Da kann es nämlich sein, dass manchmal fy und f gegeben ist. Und dann kannst du, weil es ein rechtwinkliges Dreieck ist, zum Beispiel, wenn wir fx haben wollen, kannst du das easy berechnen. Da bringen wir einmal fy rüber. Also haben wir f² minus fy² und müssen dann noch die Wurzel ziehen, damit das Quadrat hier weg ist. Ja, also das auch nochmal als Einschub. Bei rechtwinkligen Dreiecken gilt das nämlich auch noch, dass du das auch immer parat hast. Jetzt kommen wir mal zu einer Anwendung. Das war jetzt sehr mathematisch, ne, Herleitung. Wo brauchen wir das denn in der Physik? Und da ist noch ein wichtiger Part. Vektoren können parallel verschoben werden. Das heißt, ich kann diesen Vektor hier, solange die Richtung und der Betrag gleich ist, kann ich den im Raum rumtragen, wie ich möchte. Ne? Ich kann jetzt sonst wohin gehen. Das heißt, ist verschiebbar. Hier dieser auch. Vektoren können wir im Raum verschieben. Ne? Das auch nochmal parallel verschieben. Auch ganz wichtiger Hinweis. Und jetzt fangen wir mit den Basics an. Das sind alles Beispiele aus der Mechanik, ne, weil wir da ja mit Kräften zu tun haben. Und jetzt haben wir eine Melone und da greift es die Kraft hier unten schräg an. Das heißt, wir können hier den Vektor ran machen, hier mit einem gewissen Winkel. Ne, wenn wir uns hier die X-Achse denken, dann habe ich da einen gewissen Winkel. Jetzt gilt in der Physik, Arbeit ist, kannst dir gerne da YouTube-Video nochmal zu angucken, wenn du das nochmal wiederholen möchtest, die Arbeit. Ich gehe jetzt hier nur drauf die Kräftezerlegung ein. Das ist Kraft, Skalarprodukt mal den Weg. So, ganz allgemein die Formel ist Betrag Kraft, Betrag Weg, Cosinus Alpha, weil Arbeit wird nur verrichtet längs eines Weges. Das heißt, wenn ich das hier wieder aufteile, wir machen hier wieder ein Dreieck draus, dann habe ich hier einen Anteil, oder muss ich auf jeden Fall Lineal, weil sonst sehe ich schon, das wird hier nichts. So. Da haben wir hier einen Anteil nach oben, das ist fy, und wir haben hier einen Anteil, das ist fx. So, und längs eines Weges, das heißt, nur dieser Anteil trägt zur Arbeit bei. Auch ganz wichtig, wichtiges physikalisches Prinzip. Und dieses fx, wie kriegen wir das, wenn wir nur f gegeben haben und den Winkel? Das können wir wieder über Cosinus regeln. Mache ich einfach nochmal. So, Cosinus war Ankathete durch Hypotenuse. So, Ankathete ist, wir haben fx durch Hypotenuse, also fx durch Hypotenuse, das ist f. Und wenn wir das umstellen, haben wir dann f mal Cosinus Alpha. F Cosinus Alpha ist quasi fx und dann nochmal die Strecke s, die wir dann hier zurücklegen, je nachdem, wie lang das dann ist. Also da wird das verwendet. Dann noch eine Verwendung ist die weltberühmte schiefe Ebene, die gerne drankommt. Und eine schiefe Ebene ist einfach eine schiefe Ebene, wo eine Masse drauf liegt. Und auf diese Masse, was wirkt für eine Kraft auf diese Masse? Nämlich nur die Gewichtskraft, also m mal g Richtung Erdmittelpunkt. Jetzt ist aber richtig clever, sind die ganzen Leute gewesen, die sich das damals ausgedacht haben. Das ist nämlich nach unten Richtung Erdmittelpunkt. Und jetzt zerlege ich diese Kraft auch wieder rechtwinklig. Jetzt das Koordinatensystem ein bisschen gedreht, gekippt, aber ist ja nicht schlimm. Es gelten dieselben Zusammenhänge. Also kann ich diese Kraft jetzt hier zerlegen, einmal in diesen Anteil. Und der Anteil wird dann nicht fx oder fy genannt, sondern den Anteil nach unten hang Abtriebskraft. Das ist der Grund, warum dann ein Auto oder Fahrrad nach unten rollt. Und den Anteil nach hier unten, das ist, nennt man dann Normalkraft. Das heißt, ich habe jetzt einfach nur die Kraft Fg auch zerlegt, wie wir es hier machen. Ich kann das hier ja auch nach hier unten schieben. Also Fh, ne? Ich habe ja gesagt, Vektoren können parallel verschoben werden. Das heißt, hier ist Fh auch hier unten. Dann habe ich hier einen rechten Winkel. Wenn hier der Winkel Alpha ist, habe ich den Winkel Alpha hier auch. Strahlensätze sind das, ne? Machen wir jetzt nicht. Nur, dass du es weißt. Also hier wird einfach auch Fg zerlegt, wieder mit Sinus, Cosinus. Ne? Kannst du für dich selbst nochmal als Übung machen. Dann haben wir Drehmoment. Drehmoment, da kennst du ja vielleicht auch die Formel. Kraft, die wirkt, mal Hebelarm. Ne? Und wenn hier der Drehpunkt ist und hier die Kraft wirkt, Kraft mal Hebelarm.
So, gilt aber nur f mal l, wenn das Ganze 90 Grad ist. Sinus 90 Grad ist nämlich 1, ne? Aber meistens ist die Kraft gar nicht rechtwinklig, sondern greift schräg an. Und da müssen wir auch wieder die Kraft zerlegen. Das heißt, wir haben hier den Anteil, das ist der Fy-Anteil, und wir haben den Anteil Fx. So, und jetzt richtig cool, jetzt siehst du nämlich auch die Magie, Magic dahinter. Wenn ich jetzt nämlich hier nach unten drücke, wirkt eine Kraft. Also wirkt ein Drehmoment, ne? Drehwirkung ist ja Drehmoment. Kannst dir Video gerne dazu auch nochmal angucken, falls du das lernen musst und, oder nochmal wiederholen möchtest. Wenn die Kraft hier, das ist Fy, das ist Fx, da tut sich gar nichts, ne? Da dreht, gibt's da keine Drehwirkung. Heißt, wenn ich eine Kraft schräg habe, dann zählt nur der Fy-Anteil zur Drehung bei. Der X-Anteil, der wirkt gar nicht als Drehung. Das heißt, trägt nicht zum Drehmoment bei, also interessiert uns nur Fx. Wir gucken, wir haben wieder hier einen rechten Winkel. Schauen wir mal, das machen wir nochmal als Beispiel, damit das sitzt. Sinus Alpha, da haben wir Gegenkathete durch Hypotenuse. Gegenkathete ist Fy, durch Hypotenuse ist unser F. So, heißt, ich setze für F, setze ich dann, weil ich ja Fy haben will, Fy ist gleich F mal Sinus Alpha. Also eigentlich ist ja Kraft mal Hebelarm und eigentlich auch nur der Anteil in Y-Richtung, so wäre die Formel korrekt. Und Fy setze ich dann diese Formel hier ein und dann habe ich auch wirklich nur, deswegen, wenn da Sinus Alpha mal die Kraft steht, ist da der Y-Anteil gemeint. Und dieser trägt nur zum Drehmoment bei, der andere, der X-Wert, nicht. Genau, das waren nochmal 3 Beispiele. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen und du hast jetzt ein bisschen besser verstanden, was eine Kraft ist und wie man die zerlegen kann physikalisch, wo das Anwendung hat. Wenn du noch Fragen dazu hast, schreib es gerne in die Kommentare. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest und immer besser werden willst in Physik, dann abonniere gerne den Channel. Es gibt wöchentlich mindestens, meistens 2 Videos pro Woche. Also die kannst du dann auch dir gerne anschauen oder schaust einfach mal, was gerade passt zu deinem Thema. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Robert, dein Physikcoach. Ciao!